Okay, das war wirklich super geil editiert. Selbst der Hammer war ja eigentlich gar nicht im Video mit drin. Es ist wirklich gut gemacht. Wo ich sagen muss, so How the Lucas Spiele sind einfach nicht meins, weil ja, meine Reaktionszeit ist einfach wie so eine Kartoffel, Alter. Mann, ich treffe nichts, es ist zum Kotzen. Warum ist das so schwer? Junge, du bist so schlecht. Selbst Alan Harper lacht dich aus. Was? Okay, jetzt reicht's. Damit treffe ich dich jetzt aber, oder? Du Schweinepriester! Ja, will er mich ficken? Abilite, Zeus hier. Ja, du hast es wieder geschafft. Du bist auf dem allergeilsten Internetformat auf ganz YouTube gelandet. Feiert ihr das Format und wollt, dass es noch super lange so weitergeht, dann gebt jetzt einen Daumen nach oben. Und schlagt diesen roten Button mit einem Hammer grau. Na, seid ihr eigentlich schon in Weihnachtsstimmung? So wie ich euch kenne, natürlich nicht. Aber bei mir geht's schon richtig los. Christbaum ist auch schon aufgestellt. Und ich war das ganze Jahr lang auch schön brav, damit ich auch gute Geschenke bekomme. Was geht ab, Little Zeus hier? Heute ist ein ganz geiles Video. Wir testen schon wieder Bier. Leute, wie in jeder Folge zeige ich euch jetzt die verrücktesten Videos aus ganz YouTube. Und glaubt mir, heute sind welche dabei. Da werdet ihr euch fragen, was zum Geier ist mit dieser Menschheit los? No, 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 no. So, jetzt legen wir mal los. Ihr habt mir super viele Videovorschläge in die Kommentare geschrieben und ich habe mir die allergeilsten rausgesucht. Somit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge von CEO und das Internet. Los geht's. Yahoo! Es passieren so manche wirklich super lustige Sachen. Da findet man im Internet ja recht viel. Und CEO schaut sich diese an, weil ihr es euch ja wünscht. Das wird eine Gaudi, sag ich euch. CEO und das Internet. Das bin ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gesundheit schreiben. Das erste Video ist so ein richtiger Internet-Klassiker, würde ich sagen, wenn nicht sogar ein richtiger Trend, weil davon gibt es super viele hier auf YouTube. Dazu kann man einfach nichts sagen. Das Ding ist, ich weiß halt echt nicht, ob ich sowas lustig oder einfach nur mega gruselig finden soll. Außer dieser Dance hier, der ist schon ziemlich nice. Wir alle kennen diesen Moment. Hit me, hit me, hit me, hit me. You can't. Reach me with that hand. Reach me with that hand. Reach me with that hand. You cannot. Der hat doch wirklich Spaß daran, andere zu quälen, oder? Das erinnert mich sogar irgendwie voll an den Schulhof früher. Hör auf, dich selbst zu schlagen! Hör auf, dich selbst zu schlagen! Junge, hör doch auf, dich selbst zu schlagen! Nee, ohne Scheiß jetzt, warum schlägst du dich selbst? Keine Ahnung, Mann! Hä? Es gibt so Sachen, die vermisse ich überhaupt nicht und Schule gehört da auf alle Fälle dazu. Aber naja, kommen wir zum nächsten Video. Zeo, irgendwas passt da nicht. Ah ja, den Typen kenne ich sogar, der macht nur so geilen Scheiß. Also wenn der nicht mal irgendwann Profi-Stuntman wird oder schon längst ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Egal was der macht, der tut sich einfach nicht weh und trotzdem sieht es so herrlich zufällig aus. Geiler Typ, solche Fähigkeiten kann ich jetzt von mir nicht behaupten. Bester Skateboard-Trick ever. Okay Leute, was denkt ihr passiert hier jetzt gleich? Ist es A, der Typ macht jetzt wirklich einen super geilen Stunt, oder doch eher B, er fällt voll auf die Fresse? Na, was meinst du? Hast du dich entschieden? Ja? Okay, dann schauen wir rein. Es ist C, der Typ macht einfach gar nichts. Oh nein! Okay, Leute, das brauchen wir wieder so einen richtig verrückten Clip. Das Niveau ist mir viel zu hoch hier gerade. Schau dir das mal an, Zeo ist super witzig. Oh God, it's so good. So good. So good and tasty. Das nächste Mal halte ich einfach mal Maul. Der hat doch gelitten, oder? So Leute, es ist ja wieder soweit. Jetzt wird es Zeit für den Kanal der Folge und dieses Mal sind es die Jungs von NES Commando. Hinter mir so im Regal, da stehen fast alle in Europa erschienenen NES-Spiele, die es überhaupt gab. Ich kenne mich also ganz gut aus und deswegen zeige ich euch heute mal, welche Klassiker bis heute auf jeden Fall unverzichtbar sind. Diese 20 Spiele, die müsst ihr gespielt haben. Ja, auf dem Kanal dreht sich alles so rund um das Thema Retro-Gaming. Das feiere ich selbst total, weil ich bin ja mit solchen Games aufgewachsen. Und auf dem Kanal findet ihr eben die besten Game Boy, Super Nintendo oder andere Retro-Games. Mir gefällt natürlich die Kamera und die Tonqualität, aber die beiden sind auch wirklich super sympathische Dudes. Nicht einmal 10.000 Abonnenten sind dafür viel zu wenig, deswegen gerne mal auschecken. Lasst auf alle Fälle mal super schöne Grüße von mir da. Ich bin mir sicher, die beiden freuen sich tierisch. Und wie immer, willst du mal Kanal der Folge werden, dann hier hinschicken. Die besten Videos empfehle ich hier immer. Okidoki. Gut, dann machen wir jetzt weiter, oder? Was zum Teufel? Ich muss sagen, es gefällt mir voll. Ich finde das wirklich mega kreativ. Ich hoffe nur, dass der Typ unter dem Stroh nicht komplett nackt ist. Warum liegt denn da Stroh rum? Naja, ich dachte, wir saufen jetzt ein wenig. Wodka und Bier. Aua.
Ich kann mir schon vorstellen, der Witz war wirklich für viele zu flach, aber ich fand den einfach so geil, der musste mit rein. Als nächsten Clip habe ich einen verdammt talentierten Mann. Denn dieser Typ kann beinahe alle Stimmen von bekannten Disney-Charakteren nachäffen. Zieht euch das mal rein. Ah, ist das cute. Ah, hi there, pal. Oh boy. It's so great to see you, Mickey. Well, bro, I mean, you're better too. Gosh, oh, we got Goofy too. Oh. More? Okay. Well, we have Winnie the Pooh Bear for you too. And Tigger too. And I know you appreciate this one. Oh, Mickey, I just love to see you. Ich find's voll krass, weil klar, ich verstelle meine Stimme auch mal. Und red mal irgendwie so vor mich hin oder mach auch mal diese Stimme. Woher benutze das hier mal? Aber so krass kann ich das halt nicht. Das süßeste Moment ist, wo sich Donald dann Daisy wünscht, aber gerade diese Stimme kann er nicht. I can't do Daisy, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, Donald. Der arme Donald. Armer, armer Donald. Wenn man so müde ist, dass man gar nichts mehr mitkriegt. Ja, jeder von uns kennt das, wenn man mal eine Nacht lang durchgezockt hat und dann am nächsten Tag kann man einfach nicht wach bleiben und es passiert sowas. Oh nein, der Arme. Schon ein kleiner süßer Fratz. Leute, by the way, ganz kurz für alle, die sich mal so einen Podcast von mir gewünscht haben. Ich habe auf dem Gaming-Kanal ein neues Projekt gestartet. Da spiele ich Polybridge und baue so ein paar Brücken, aber eigentlich geht es darum, dass ich nebenbei über Themen spreche, wie zum Beispiel, wie das Leben eines YouTubers so ungefähr ist, über Verlustängste und natürlich aber auch über solche Themen. Wenn euch sowas gefällt, ich habe es mal hier oben verlinkt, das sind wirklich super chillige Videos zum Entspannen und einfach mal reinhören. Genau die richtige Beschallung für ruhige Feiertage oder zum Punsch trinken. Generell könnt ihr aber mal den Gaming-Kanal abchecken, würde mich wirklich sehr freuen natürlich. Alright. So, da sind wir auch schon wieder beim letzten Video der Folge und dieses Mal habe ich den Trompetengeil mal wieder ausgekramt, weil da ist mal eine ganz andere Version von diesem Meme online gegangen. Viel Spaß damit. Bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, fröhlichen Lümmeltag, ihr Ficker. Und schreibt mir weitere Videovorschläge in die Kommentare. Gerne auch mit Zeitangabe, denn ich kann nur kurze Stellen zeigen und mit einem kleinen Text zum Vorlesen. Juhu! Und ein Dank geht raus an alle Kanalunterstützer. Ist echt mega, dass ihr mir hilft, weiterhin meinen Kanal zu betreiben. Mir macht es auf alle Fälle super viel Spaß und ich hoffe natürlich, ich konnte dich ein bisschen zum Lachen bringen, hoffentlich, eventuell. Ich verabschiede mich an der Stelle. Wir sehen uns dann vermutlich erst nächste Woche wieder, wenn es dann schon langsam heißt, okay, es geht Richtung Weihnachten. Genießt auf alle Fälle den letzten Monat für dieses Jahrzehnt. Das ist echt krass, wie schnell Zeit vergeht. Wahnsinn. Die 2000er Kids sind jetzt dann bald keine Kids mehr, sondern wirklich auch erwachsene Menschen, ist doch krass, oder? Damit dann, Leute, ich wünsche euch eine super schöne Zeit. Seo und das Internet. Das bin ich.